Heute gibt es wieder 5 Tipps für euch zum MBUX-System und zwar zur neuesten Generation der NTG7. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche 5 neue Tipps und natürlich auch immer ein Video mit Neuvorstellungen zu neuen Fahrzeugen, zu bestimmten Funktionen, die wir ausprobieren oder auch einfach Dinge, die du vielleicht noch nie getraut hast mit deinem Auto. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Das heißt, ihr könnt einfach hier oben klicken oder unseren Kanal suchen und dann auf Abonnieren klicken. Und schon verpasst ihr von uns kein Video mehr. Und ganz wichtig, wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Video. Denn ihr seht heute nicht nur unsere gewohnten 5 Tipps, sondern auch einen Tipp, den hat unser Juniorchef mir vorgeschlagen, weil er sagte, vielleicht gibt mein Auto mir ein bisschen mehr Liebe. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Und ein Tipp, ich würde sagen, da starten wir sofort mit, das ist nämlich Tipp Nummer 1. Der Tipp stammt aus einem Kommentar. Denn wir haben wohl wir haben ganz sicher ein Video gemacht zu allen neuen Schlüsselfunktionen, sodass man wirklich alle Funktionen und auch geheimen Funktionen des Schlüssels kennenlernt. Und da hat ein Kunde geschrieben oder ein Zuschauer geschrieben, hey, ich habe gesehen, Schlüsseltipp, dass nur eine Tür entriegelt und beim zweiten Drücken alle Türen entriegeln, würde mit dem neuen Schlüssel nicht funktionieren. Und der neue Schlüssel hat auch keine LED-Leuchte. Und genau das möchte ich euch natürlich zeigen, denn tatsächlich ist die Funktion auch mit dem neuen Schlüssel gegeben und auch die LED-Leuchte ist vorhanden. Man sieht sie so nur leider so gut wie gar nicht. Und zwar, Tipp Nummer 1, würde ich sagen, starten wir direkt mit. Ich kann meinen Schlüssel programmieren, indem ich Aufschließen-Taste und Abschließen-Taste gedrückt halte und dann warte, bis die kleine LED anfängt zu blinken. Ich glaube, sie blinkt. Moment. Zweimal oder dreimal blinkt sie und schon ist der Schlüssel umprogrammiert. Und ich kann jetzt, ich muss mein Auto mal kurz ausmachen, habe ich ganz vergessen, sonst geht es nämlich nicht. So. Schlüssel ist umprogrammiert, das heißt, wenn ich jetzt mein Auto aufschließe, drücke also einmal drauf, dann geht die Fahrertür auf, aber alle anderen Türen wie Kofferraum und Beifahrertür und hintere Seitentür lassen sich nicht öffnen, erst wenn ich noch ein zweites Mal drauf drücke. Hat man vielleicht auch gehört. Jetzt geht die Tür auf und es gehen alle Türen auf. Abschließen, ganz normal über einmal drücken. Aufschließen, müsste ich dann im Endeffekt zweimal drücken, um alle Türen zu entriegeln. Warum ist das gut oder wofür macht man das? Es gibt sicherlich auch Orte, die nicht so sicher sind wie hier unser beschauliches Vechta, sondern auch vielleicht Orte, in denen man sagt, wenn ich mein Fahrzeug aufschließe, möchte ich, dass niemand anderes in das Auto hineinkommt. Das heißt, wenn ich jetzt aufschließe, dann gehe ich rein, aber es kann jetzt keiner verdeckt oder geheim in irgendeine andere Tür einsteigen, sondern es ist nur diese Tür geöffnet, ist also auch ein Sicherheitsfaktor. Wofür man es sonst noch braucht, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch eine Idee habt. Aber wie gesagt, wenn euch das passiert, es kommt nämlich auch ganz oft vor, dass die Kunden mich fragen, mein Auto ist kaputt, es entriegelt nur noch die Fahrertür und da kann es natürlich sein, dass man sich vielleicht mal am Schlüssel drauf gesetzt hat oder dass man es aus Versehen programmiert hat. Wenn man das wieder raushaben möchte, einfach den gleichen Weg, wie wir es programmiert haben, auf- und abschließend Taste gedrückt halten, warten, bis die LED-Leuchte des Schlüssels einmal kurz blinkt oder zweimal blinkt. So, jetzt schließe ich auf und alle Türen gehen wieder auf. Ganz einfach, probiert es aus und es geht natürlich auch mit dem nagelneuen Schlüssel von Mercedes-Benz. Weiter geht's zu Tipp Nummer 2. Wie eben angekündigt, habe ich eben in dem neuen Auto meines Chefs gesessen und der wollte so ein paar Informationen haben zu seinem neuen Auto. Und da war es so, dass wir bei der Profileinrichtung den Namen gesehen haben. Und da stand dann sein voller Name und habe gesagt, wenn du willst, kannst du auch einfach den Nachnamen wegmachen und nur den Vornamen hinschreiben. Dann wirst du im Auto nur mit deinem Vornamen begrüßt. Zum Beispiel nicht Hallo Joschka Gossel, sondern Hallo Joschka. Und dann hat er gesagt, ey, Moment mal, kann ich nicht einfach auch meinen Namen wegmachen und dort einfach reinschreiben, mein Schatz? Und da dachte ich so, ja, okay, ob ich das jetzt unbedingt möchte, ist aber dahingestellt. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Idee, um ein paar Leute zu verwirren, die mit ins Auto einsteigen. Und genau das möchte ich jetzt noch mit euch ausprobieren. Ob das wirklich funktioniert, wenn ich dort jetzt einfach meinen Namen wegmache und einfach irgendwas eintrage. Also ist ja logisch, dass es funktioniert, aber es ist bestimmt schon witzig, wenn man es hört. Deswegen machen wir das mal. Und zwar gucken wir dafür mal auf den Bildschirm. Ihr habt also euer System hier offen und hier oben rechts in der Ecke seht ihr immer euer Profil
Oder wenn ihr die andere Optik habt, könnt ihr ins Hauptmenü gehen und dann euer Profil auswählen. Ich klicke jetzt mal hier drauf und gehe jetzt mal auf die Einstellungen. Und in den Einstellungen würde ich jetzt mal eben meinen Nutzernamen ändern. Und dort nehme ich jetzt mal Joschka Goffel raus und schreibe dort mal mein... Schlägt er mir sogar vor. So, speichert. Ist natürlich blöd, wenn mein Profil immer so heißt, aber wir wollen es ja ausprobieren. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn ihr ins Auto einsteigt und euer Auto startet, kommt genau diese Begrüßung. Hallo, mein Schatz. Also irgendwie schon ziemlich witzig. Ich persönlich würde jetzt lieber meinen Namen da wieder eintragen. Aber vielleicht haben das ja auch einige von euch schon gemacht. Schreibt also gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch von eurem Auto begrüßen lasst. Denn da gibt es bestimmt so ein paar relativ witzige Namen, die dort zustande kommen. Damit weiter zu Tipp Nummer 3 und da würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal wieder zurück aufs Navigationssystem. Bevor wir zu Tipp Nummer 3 kommen, wieder ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache, denn jeder, der ein Touchscreen im Auto hat, kennt genau dieses Problem. Wenn wir jetzt mal meinen Bildschirm angucken, ich habe ihn ungefähr eine Woche nicht mehr von Fingerabdrücken befreit und dann sieht das Ganze so aus. Also da, wo man oft auswählt, dann ist eigentlich unvermeidbar. Und wenn dann auch noch vielleicht der Wagen auf Probefahrt war, so wie jetzt hier in diesem Fall, wird das natürlich auch gut genutzt. Und was haben wir da? Wir haben einfach unseren Displayreiniger von meinanders.tv einfach rausnehmen, aufsprühen und dann könnt ihr ganz einfach die Fingerabdrücke wegwischen, einmal rüberwischen und schon ist der Bildschirm wieder sauber. Gibt es bei uns im Shop oder direkt unter dem Video. Schaut gerne mal rein und weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Wir sehen ja hier unseren Navigationsbildschirm und das ist ja so, wir können hier reinzoomen, rauszoomen, wir können reinzoomen. Aber es gibt auch noch eine in meinen Augen sehr coole Funktion, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen bestimmten Ort fahren möchte. Meinetwegen, ich möchte mal nach, wo möchte ich mal hinfahren? Ich fahre mal nach Karlsruhe. Ne, ich fahre nach Stuttgart. Ich möchte mal nach Stuttgart fahren. Dann kann ich natürlich zum einen einfach mal Ziel angeben und dann die Zielinformationen anschauen. Ich kann aber einfach sagen, ich möchte jetzt wissen, wie das Wetter in Stuttgart ist. Und dann halte ich einfach lange hier auf Stuttgart gedrückt. Dann kommt jetzt ja, zum Beispiel Marktstadt, Ziel aus Karte. Wenn ich ein bisschen mehr reinzoomen würde, könnte ich natürlich auch ein genaueres Ziel auswählen. Aber ich nehme mal jetzt dieses hier, Marktstadt. Dann sehe ich jetzt hier alle Zielinformationen, unter anderem auch das Wetter. Anscheinend ist es dort jetzt gerade 33 Grad. Bewölkt und um 18 Uhr soll es 29 Grad sein und regnen. Und ihr seht, super coole Sache, dass ich einfach immer sehen kann, wie überall das Wetter ist. Und egal wo ich bin, egal wo ich hinklicke, jetzt gehe ich mal, wo ich den mal jetzt hin. Ich weiß nicht, ob er das im Ausland kann. Das wäre natürlich Königsdisziplin. Gucken mal, wie das Wetter in Kopenhagen ist. Ja, oder so. Tatsächlich, auch da zeigt es an, da gibt es keinen Regen, da sind es aber auch nur 19 Grad. Also eine wirklich coole Sache, wenn ihr irgendwo herausfinden wollt, ob es sich dort lohnt, dorthin zu fahren und ob natürlich auch das Wetter auch gut ist. Testet es gern, ich finde es cool. Wir bleiben direkt dort, denn ich habe ja gerade gezeigt, wie man durch langes Drücken auf der Karte ein Ziel auswählen kann und dann auch zum Beispiel das Wetter sehen kann. Es gibt aber noch eine versteckte Möglichkeit, für die ich lange gebraucht habe, das rauszufinden, tatsächlich nur mit Hilfe der Betriebsanleitung und mit Hilfe meiner Kollegin, denn ich wollte es zeigen, hat nicht geklappt, sie hat es nochmal nachgelesen, hat funktioniert, wie das immer so ist. Und zwar, wir haben in einem unserer letzten Videos gezeigt, dass wenn man hier auf der Karte unterwegs ist, dass man sagen kann, hey, hier ist was passiert, ich möchte eine Gefahr melden. Oder zum Beispiel, wie jetzt einer gerade kommentiert hat, da ist ein Blitzer und derjenige meldet immer eine Gefahr, wo ein Blitzer ist. Also auch das könnte man theoretisch machen. Ist natürlich nicht dafür vorgesehen. Es ist dafür da, ich fahre jetzt hier lang, hier bin ich jetzt gerade, jetzt liegt zum Beispiel ein Stock auf der Straße oder es steht ein Auto am Straßenrand und ich möchte einfach euch als andere Verkehrsteilnehmer warnen. Mache ich Folgendes, ich drücke einfach auf meinen Standort hier, also auf mein Auto oder auf den roten Pfeil und dann kommt Folgendes, Verkehrsereignis melden.
Jetzt habe ich dieses Verkehrsereignis gemeldet und jeder, der einen Mercedes hat und hier jetzt langfährt, kriegt dir so ein kleines rotes Warndreieck oder so ein Dreieck auf der Karte angezeigt, was dann uns darauf aufmerksam machen soll, hey, pass auf, da ist eine Gefahr. Wir können mal gucken, ob wir hier sowas in der Karte finden. Na gut, jetzt natürlich gerade nicht. Aber es wäre dann ein Warndreieck mit einem Ausrufezeichen drin. Dieses würde auch dann kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier losfahren würde und das Auto Schlupf hätte, also die Reifen durchdrehen würden. Dann würde das Fahrzeug erkennen, aber pass auf, hier ist wohl eine rutschige Straße oder es ist nass oder glatt. Dann würde das Fahrzeug hier eine Gefahr melden mit dem Hinweis Vorsicht Glätte oder Vorsicht Rutschgefahr. Oder zum Beispiel, ich stehe mit Warndreieck oder mit Warnblinker an der Straße. Auch dann würde das Fahrzeug sagen, hey, pass auf, ich melde automatisch eine Gefahr. Manuell eine Gefahr melden wäre also ganz einfach. Zack, hier draufklicken und sagen, Verkehrsereignis melden. Wie funktioniert das? Das Ganze nennt sich Car-to-X Communication. Das heißt, das Auto unterhält sich mit anderen Autos, um sich dann gegenseitig zu warnen und dann dementsprechend auch Gefahrenmeldungen durchzugeben, wie zum Beispiel ein Stauende oder ein Unfall oder was auch immer. Wirklich coole Sache und merkt es euch, wenn ihr eine Gefahr seht und die noch nicht dort ist, dürft ihr gerne auch manuell eine Gefahr melden, um eure Verkehrsteilnehmer mit zu warnen. Schon sind wir bei Tipp Nummer 5 und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den wir als in Anführungszeichen junge Verkehrsteilnehmer oft vergessen. Aber wir haben auch viele Zuschauer, die schon lange dabei sind und auch schon sehr, sehr lange Auto fahren. Und früher war es ja so, wenn man den Ölstand messen wollte, muss man den Motorhaube aufmachen, einen Peilstab rausziehen, abwischen, den Peilstab wieder in den Motor einführen, um dann zu sehen, wie ist der Motorölstand. Jetzt ist das natürlich alles elektronisch. Und auch super einfach zu finden und auch super offensichtlich. Nichtsdestotrotz ist es meistens zu einfach, um es direkt auch zu sehen und wahrzunehmen. Deswegen kommt die Frage immer öfter auf, auch tatsächlich bei mir in der normalen Arbeitswelt, wenn ein Kunde ein neues Auto kriegt, sagt er, wie kann ich meinen Ölstand prüfen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ganz einfache Sache. In diesem Fall ist es so, jetzt bei der neuen Telematikgeneration, also der NTG7, können wir einfach unseren Tacho schauen. Und zwar macht ihr Folgendes. Ihr geht links am Lenkrad auf eure Haustaste, wischt dann nach rechts und wählt den Punkt Service aus. Und sind da ganz, ganz viele Informationen, wie zum Beispiel, wann ist der nächste Service fällig, wann muss ich wieder AdBlue auffüllen, mein Reifendruck und natürlich hier ganz rechts, ich hoffe, ihr könnt es sehen, auch den Motorölstand. Und zwar steht dort jetzt Motorölstand zwischen Minimum und Maximum vollkommen in Ordnung. Wenn dieser Motorölstand jetzt zu niedrig sein sollte, normalerweise kommt das nicht oder kommt es selten vor, weil man es oft von Service zu Service schafft. Nichtsdestotrotz darf auch ein Motor eine gewisse Menge an Öl verbrauchen. Wenn jetzt der Motorölstand zu niedrig sein sollte, dann würde das Fahrzeug auch sagen, hey, pass auf, jetzt beim nächsten Tankstopp 1 Liter Öl nachfüllen. Dann kann man einfach 1 Liter Öl kaufen, diesen Liter reinkippen und schon ist der Ölstand wieder in Ordnung. Das heißt, ihr könnt eigentlich gar nicht viel falsch machen. Ihr müsst euch eigentlich nur aufs Auto verlassen und hier auf diese Anzeige. Klar fällt es einigen schwer, sich auf so eine digitale Anzeige zu verlassen. Es bleibt uns aber nichts anderes übrig, also müssen wir das so hinnehmen. Und in meinen Augen ist das vollkommen in Ordnung. Und für mich ist es auch super einfach zu bedienen. Bis jetzt musste ich noch kein Öl nachfüllen. Das war es schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Du abonnierst unseren Kanal, damit du auch kein Video mehr verpasst. Und wenn du möchtest, kommentier gerne freundlich oder schreib eine Frage in die Kommentare und wir werden sie kurzfristig beantworten. Und damit tschüss und auf Wiedersehen, euer Joschka Gossel vom Auto aus Anders und Fechter.